Clash der Superstars. Eine wirklich tolle Besetzung hat sich für den großen Preis von Bayern am Mittwoch in München zusammengefunden. Es wird das bestbesetzte Rennen des Jahres. Dafür sorgte nicht zuletzt die Nachnennung von André Fabres Gruppe 1-Sieger Waldgeist, der in Riem auf die weiteren Gruppe 1-Sieger Vignol, Iquitos und Genghis Tigre treffen wird. Woody wird wild. 16 Jahre nach seinem letzten Ritt in einem Grupperennen reitet Kevin Woodburn am Mittwoch in Riem wieder in einem Gruppe-Examen. Im großen Preis von Bayern sitzt der 60-Jährige im Sattel des nachgenannten Hirschberger Schützlings Wild Chief. Es ist eine weitere schöne Geschichte rund um das Lima-Saison-Highlight. Peach am Zaun. Der Ausflug nach Straßburg am vergangenen Mittwoch hatte für Alexander Peach Folgen, die ihn möglicherweise das Championat kosten könnten. Im dritten Rennen kam Ludovic Boisseau aus dem Sattel von Jean Lizy. Vorausgegangen war eine Kettenreaktion. Die Stewards beurteilten die Lage dann so, dass First Never Follows und somit der Ritt von Peach als letzter in der Kettenreaktion den Sturz verursacht habe und sperrten den Jockey für 14 Tage.